Hallöchen, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Alex. So, yeah. Da vorne sind Bösewichte. Die wollen vergammeln. So. Und ich habe schon wieder keinen Mana, sehe ich gerade. So, also mal saufen. Oh je, und das Pullen hier wird schwer, glaube ich. Kommen wieder drei? Ja. So, mal schnell weg. In der Hoffnung, dass der Große zu uns kommt. Oder in dem Fall auch nicht. Nein! Ausweichen. Zack. Ja, ja, das war für den Hugo. Ja, das war für den Hugo. Das war so klar hier, ne? Das war so klar. Ach komm. Es ist wieder richtig übel. So. Also, nochmal. Mann, dieses Kackmana. So. Da. Nochmal. So. Achtung! Okay. Welche Richtung kommen die jetzt? Aha, von der Richtung. Okay. Ich glaube, dann dürfte ich mir vielleicht erdreisten, ein Steam zu benutzen. Na? Nein, nein, nein. Geh weg, geh weg, geh weg, 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 weg. Weg, weit weg. Sehr weit weg. So, den hätten wir schon mal. Gibt nur mehr 100 Erfahrung? Oder hat immer so wenig gegeben? Alter. Verlieren wir durch den Steam Erfahrung? Um die Hälfte weniger? Ich dachte, wir kriegen Erfahrung um die Hälfte dazu. Jetzt bin ich verwirrt. Echt jetzt? Ich dachte, wir kriegen da mehr Erfahrung, weil dann bringt sich das Steam eigentlich gar nichts. Oder haben wir da Nebenwirkungen? Bin ich echt verwirrt. Das stand doch 50% Erfahrung. Ach so, also plus 50, ne? Ist es dann. Das ist mir gar nicht aufgefallen. Sogar, ich dachte immer, das wird dazu gerechnet. Oh, einen Malus. Ein Minus. Ja. Wir nehmen keine Steams mehr ab jetzt. Nie wieder. Niemals nicht. Nie wieder Steams, die verkaufe ich alle. Die verkaufe ich alle. Okay, hier ist es zu kalt. Hier sollte ich nicht mehr weitergehen. Dann drehen wir um. Das ist ja echt mal scheiße. Naja, egal. Was wir haben, haben wir, ne? Dann habe ich richtig viel Erfahrung verschenkt. Ich bin echt doof. So. Ich habe immer gedacht, das kommt dazu, ne? Man sollte schon lesen, was man tut. So. Ja. Pflanzen essen. Da können wir nochmal Zähne essen. Da. Nom, 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 nom. Gut. Schön. Haben wir Erfahrungspunkte verschenkt. Passt. Die Steams schmeiße ich alle weg. Die stelle ich her. Also wegschmeißen, tue ich nicht verkaufen. Die stelle ich jetzt daher, wo es was nur geht. Und da verdienen wir uns eine goldene Nase damit. Die benutze ich nie wieder. Da kann gar kein Gegner so stark sein, dass wir das brauchen. Glaube ich nicht. So, sind wir jetzt dann schon bald mal vorne? Ja. Hier war der Eingang, ne? Hier sollte ich kurz aufpassen. Mal speichern. Hier drauf bitte. Ja. So. Weil, da sind jetzt auch ein Haufen Gegner drin, ne? Servus. Da brennt er. Zack, zack. Alter. So, der schon. Wow!
Wo ist denn unser gnädigste jetzt hin? Ist das jetzt alleine rein, oder was? Alter. So. Jetzt schon. Also die Ausdauer. Meine Güte. Die und ihre Ausdauer. Au. So. Au. Ja, würdest du Ausdauer, bitte? Alter, Mistviech. Dreckert's. Mei, du bist immer so nett. Es tut mir so leid, dass du immer verletzt wirst, meine Kleine. Scheiße. Ja, die sind echt stark. Gar nicht gut. Na, das ist gar nicht gut, da hast du recht. Du könntest mich nicht zufällig heilen, ne? Na, wahrscheinlich nicht. Gut. Scheiße. Naja, was hätten wir noch zum Verknuspern? So muss ich schon bald eher fragen. Das Wiesenkraut. So. Und da nochmal ein paar. Und dann hoffe ich, dass da drinnen nicht mehr so viele Leute sind. Na? Dann speichern. Alter, so ein Dreck. Ich müsste aber auch mal noch außen und rum schauen, ob es da noch irgendwelche Dinger gibt zum Besiegen. Alter, mir ist das nie aufgefallen, ich Idiotin. Ich ärgere mich gerade voll über die Steams. Ich dachte immer, die geben mehr Erfahrung. Voll geil, dachte ich mir. Geil, super. Aha, da vorne Kampfkoloss. Ich muss ein bisschen warten, bis wir ein bisschen uns regeneriert haben. Und dann können wir den Kerl da drüben noch probieren. Weil diese Punkte, also diese Erfahrungspunkte will ich schon mitnehmen. Alter, und ich sauf die Steams wie Wasser fast. Naja, okay, ist übertrieben. Wie Wasser habe ich es nicht getrunken. Aber das ist jetzt echt fies. Das ist richtig fies. Damit habe ich nicht gerechnet. So, mach schneller, mach hinne. Ich könnte so einen Erste-Hilfe-Typen dabei haben, wirklich. Der wäre mein Best Friend. Der wäre nur mehr am Heilen die ganze Zeit. Ich glaube, das können wir schon mal so speichern. So, daran. Daran. Darum. Und weiter geht's. So, ich verstecke mich mal. So, der Hoffnung, dass er kommt. Ja. Alter. Würdest du ihn bitte abschießen, gnädigste? Oder so. Ja, das geht. So, da wird es zu kalt. Dann hauen wir ab. Dann gehen wir rein. So. Würde ich halt sagen. Dam dil da dal dal dil dum. Hier ist es wieder finster. Ach, wie scheißlich. Haben wir hier alle... Irgendwo sind da welche, ne? Kommen die jetzt runter oder warten die jetzt oben auf uns? Der kann jetzt da durchschießen, oder was? Wie dumm ist denn das? So. Machtstößchen. Na toll, das heißt, wenn wir rauffahren mit dem Lift, können wir gleich eine auf die Fresse. So muss das ausschauen, ne? Ich will das aber trotzdem nochmal speichern. So. Ja. Wenn man schon die Möglichkeit hat zu speichern, sollte man es vielleicht auch nutzen. So, dann probieren wir unser Glück. So, gleich mal die Waffe bereithalten. Also. Die ist weg. Au. So, der ist auch erledigt. Passt. So. So, soweit so gut. Dann werden wir noch was essen. Naschi-Möglichkeiten. Was essen? Hier. Ja, ra, 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 ra. So. Schön runter damit und nochmal speichern. So, und so. Schön speichern. Na, würdest du? Bitte? Danke. Man muss ihn lieb zureden, habe ich schon gemerkt. So. Passt. Und dann schön langsam rauf zum nächsten Stock.
Ganz geheilt sind wir noch nicht, aber wird schon werden. Ja, ja, das sind sie ja schon. So, ist gut. Na, jetzt brauchst du auch nicht mehr rollen. Du Fosti. So. Das lief gut. Das lief noch besser. So, Luti, Luti. Da haben wir was. Da haben wir was. Und da haben wir nichts sonst. So. Stimmt, das wäre wieder speicherungswürdig vielleicht. Weil hier sind ja immer noch Bösewichte, man hört sie an der Musik. So, dann schauen wir uns weiter um. Tap, 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 tap. Hallo, hier kommt das Berserkerlein. Na, du Trönchen. Oh, was war das jetzt? Alter, Sau. Kerl, du sollst nicht trollen. Jetzt kannst du mir das trollen. Alter, jetzt kannst du trollen. Okay, ich habe keine Energie mehr, gar nichts. So, wo ist meine Hübsche? Die ist nicht mehr da. Die hat mich im Stich gelassen. Die mag nicht mehr. So. Haben wir's? Ja. Hallo? Wo ist meine gnädigste? Meine bessere Hälfte? Ich möchte wieder was essen. Das ist halt echt keine Dauerlösung. So, ich glaube, irgendwas noch eine Drohne. Zumindest rauscht es etwas komisch. Na. Drohnenkontrolle. Soll ich mir so eine Drohne zu eigen machen? Ich weiß es gar nicht. Ach, was soll's. Ich speichere mal. So, wieder. Mal wieder, wieder. Ich könnte es ja mal ausprobieren, ne, wie sowas funktionieren könnte. Da ist mal niemand mehr. So, verschlossen. Ich möchte es gerne bitte hacken. Mit H. So, danke. Also, so. 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 Geht nicht, geht nicht, geht nicht. Okay. So. So. Vielleicht. Die Null stimmt, das ist super. So vielleicht. Okay. Dann. So vielleicht. Ja, bitte. Super. So, was haben wir denn da? Elixit. Okay. Kleine Elixitbeutel, noch mehr Elixit, noch mehr Elixit, noch ein großer Elixitbeutel. Oha, das ist super. Das war's, mehr nicht. Na gut, wir müssen zufrieden sein, glaube ich. Was tut denn das so komisch? Hier geht's nirgends weiter, ne? Na, da müssen wir schon hoch. Gut, bevor wir hochfahren, tun wir wieder, was tun wir? Genau, speichern. Das Beste, was wir können. So, schön speichern. So, dann gehen wir wieder rauf. So, zack. Ich züge schon wieder mal die Waffe. Weil gleich wird es rund gehen, habe ich so das Gefühl. Look, look. Ja, ja. Oh, gruselig. Drohne, ne? Drohne, die Geißel der Menschheit. Na, du sollst dich schon schön hinstellen, bitte. Das ist doch das Mindeste, was ich da jetzt verlangen darf. Unglaublich. Alter. Ja, ja, es ist schon gut. Jetzt verreck ich noch, oder was? Ja, sicher. Klar ist das. Es war jetzt echt übel. Richtig übel. Das, also das ist wirklich unglaublich. Gruselig. Ja, gruselig. Du sagst das. Scheißlich trifft's eher. Scheißdreck. Hier ein. Oh, doch, das geht ja. Zack, zack, zack. Na bitte, so muss das ausschauen. Graffel. Ach, jetzt ist schön ruhig. Wurde ja auch Zeit, dass es ruhig wird. So.
Was haben wir denn hier? Cleanbot. Da haben wir eine Machtwelle. Noch mehr Machtwelle. Ich gehe mal ein bisschen im Kreis herum, ne? Bevor wir den ausschalten. Schauen wir, ob wir noch was sammeln können. Immer dasselbe eigentlich. Da ist nichts. Die haben gar nichts. Obwohl, hier in die Kiste. Na bitte, wenigstens was. Okay, probieren wir es halt einfach mal, ne? Das klappt schon mal überhaupt nicht. Bestimmt gibt es dafür irgendein Muster, ne? Warte mal. Zack, zack. Okay, das bringt überhaupt nichts. Okay. Zack, zack, zack. 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 Zack und zack. Boah, ist das kompliziert. Zu einfach. Aber na, das war wirklich nicht einfach. Das war jetzt echt schwer. Also heilt. Wow, 10 Heiltränke, bin ich glücklich. Schatulle und alte Münzenkrämer. Her damit. Danke. Danke, lieber Gott, danke. So. Ich würde sagen, ausschalten und dann erkunden, oder? Also speichern. Auf jeden Fall speichern, nicht, dass uns irgendwas dann über den Haufen rennt. Das, auf das wir unvorbereitet werden. So, also können wir da abschalten. Passt. Ah, schön. So ein Schneesturm, dass man gar nichts sieht. Sehr, sehr gut. Aufzugsbefehl. Der Zettel war vorher nicht da, oder? Aufzug, genau, Abzugsbefehl. Abzugsbefehl. So. Ist der weiter oben? Abzugsbefehl hier. Schriftstück. Offizielles Schreiben an den leitenden Ingenieur im Konverter in Ost-Sakor. 23.10.155. Keine Ahnung, ob das ein Datum ist, wahrscheinlich. Der leitende Ingenieur der Forschungsstation A1 wurde in den Eisblast berufen. Es wird mit dem Bau neuer Forschungsstationen begonnen. Ja, gratuliere. Das hat uns noch gefehlt. So. Weißt du was? Ich habe noch nie einen umgehauen. Ich will nur mal schauen, was er hat. Wie gedacht, wie geahnt. Hier muss ich aufpassen. Hier hat es früher auch Gegner gegeben. Fällt mir gerade so ein. Ganz spontan. So. Schauen wir mal. Noch ist niemand da, ne, der uns zusammenschlagen will. Es geschehen noch Wunder und Zeichen. Vielleicht ist es denen zu kalt da draußen. So, Drohnenkontrolle. So. Dann. Drohnenkontrolle. Was passiert eigentlich, wenn man so einen Cleanbot kontrolliert? Kann man den dann mit ins Lager nehmen und dass er dort alles zusammenräumt? Das war schlecht. Boah, das war knapp. Da auf dem Platz hier ist oft irgendwas Wertvolles. Ja, so auch hier. Ein Haufen Elex, Elixitbeutel ein großer, Forschungsbericht 2 erhalten. Aha, werden wir gleich lesen. Forschungsberichte 2, Forschungsberichte 2, das ist fein, lala. Plasmazellen, lala. Energiezellen, noch mehr Energiezellen. Kleiner Elex-Trank, noch ein kleiner. Mächtiger Energiespeicher, kleiner Elex-Trank. Aufzeichnung SUO 14 oder so. Objekt ES-23 ist vorbereitet. Ihr verdammten Scheißkerle, lasst mich los! Fixiert ihn, er darf sich nicht bewegen, während wir die Maschine anschließen. Nein, tu das nicht! Initialisiere Stufe 1. Nein, bitte nicht!
Was zum Teufel? Ich glaube, wir sollten uns den Bericht durchlesen. Diesen Forschungsbericht. Du heilige Scheiße. Forschungsberichtete. Bla bla bla. Hier, Forschungsbericht 2. Bericht zur Forschung im ersten Konverter von Xarkor. 02-04-155. Ich glaube, das ist echt ein Datum. Also 2. April 155. Also im Jahr. Ne? Ja. Die Optimierung hat eine Steigerung um 15% gebracht. Die Ingenieure werden die eingeschlagene Richtung weiter erforschen. Für mehr Tests benötigen wir mehr Material. Die erste Elix-Lieferung wird Mitte des Monats fertig sein. Der 13. Mai 155. Rückschlag. Die Maschine hält eine intensive Nutzung nicht aus. Wichtige Teile sind zerstört. Außerdem war nur eine Optimierung um wenige Prozent möglich. Der 19.07.155. Nach mehreren Fehlversuchen haben wir heute einen weiteren Prototypen getestet. 97% Elix-Ausbeute. Wenn der Prototyp einer dauerhaften Nutzung standhält, kann der Bau weiterer Konverter eingeleitet werden. Danke. Super. Hat scheinbar super hingehauen, weil da stehen ja diese Dinger. Wie schön. Toll. So, mal schauen, ob diesmal da oben was ist. Schaut nicht aus. Andere Seite noch durchchecken. Ja, und dann können wir schon weiterziehen. Ich muss da mal zu die Berserker zurück. Ich muss mal Sachen lernen. Ich glaube auch mal zu mehr Haut drauf. Ja. Ist okay. Passt. Ja, ich glaube, das können wir machen. Hau mal ab von hier. Portmonds weg. Also die beiden, da haben wir fertig. Jetzt fehlt eigentlich nur mehr der Konverter und dann haben wir die Mission auch schon geschafft. Dann können wir die hier schön abgeben. Aber wir werden jetzt einmal nach Goliath reisen. Kampflehrer war, glaube ich, irgendwas, ne? Also ich board mich mal zur Hotelruine Goliath. Also zum Spa-Hotel. Da. Da, 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 da. Beziehungsweise zum Haus mit den vielen Wohnungen, ne? Ja. Oder zu dem Haus, wo eine sehr reiche Familie drin lebt. Mit einer großen Verwandtschaft, irgendwie so, ne? So. Es wird auch wieder Nacht oder es wird morgen. Werden wir bald sehen. Auf jeden Fall ein Schläfchen wird uns gut tun. Servus. Begrüße. Hallo. Ich scheiße auf die Rüstung derweil. Bring mir was bei. Bring mir etwas bei. Ja. Es wäre zwar schön gewesen, aber naja. Ich möchte gern diese Angriffsstärke, möchte ich gern lernen. Erhöht die Wucht deiner Schläge mit jeder Stufe. Ja, bitte. Dann. Paradestärke. Lässt dich mit jeder Stufe weniger schnell straucheln. Wäre sicher nicht so schlecht. Kann man, glaube ich, machen. Granaten. Erhöht den von dir ausgeteilten Schaden mit Handgranaten mit jeder Stufe. Ich glaube, das lassen wir. Das lassen wir. Welchen Lehrer könnte ich denn noch brauchen? Mal kurz klubschen. Lass den Unfug. Hör auf zu meckern, alles ist gut. Wie schaut's denn aus mit Überleben? Abenteurer, zeig dir alle Teleporter auf der Karte an. Ich will die nach wie vor selber erkunden und entdecken, wenn es mir möglich ist. Goldschmied könnte man machen, Hacking-Profi. Ein Versuch mehr Bergbau. Der Ertrag. Persönlichkeit, Überlebenstheorie. Erhöht den Überlebenswert. Was auch immer das bedeuten soll. Erhöht deinen Überlebenswert. Heißt das einfach, dass wir mehr Leben dazu kriegen? Oder wie? Oder was? Oder was? Oder wie? Berserker, Magie. Magische Sprüche halten entweder länger an oder richten größeren Schaden an. Der Effekt steigt mit jeder Stufe. Das wäre nicht schlecht. Das wäre nicht schlecht, weil ich will ja Magier werden eigentlich, ne? Magier und Anführungszeichen. Momentan stelle ich mich eher an, wie wenn ich so ein Kriegerdepp wäre. Das heißt, wir müssen da runter. Servus. Wir müssen da zu unserem Berserker-Lehrer. Heureka! Sind Sie zu Hause, Herr Berserker-Lehrer? Nochmal da drinnen.
Hallo, Herr Kaldrim. Gib mir Mana für reines Elix. Na, bring mir was bei. Ja, bring mir etwas bei. Gut. Gut, da freut er sich. Spruch Heilung. Gerissenheit fällt mir da. Ja, die fällt mir generell. Magie. Fächerschuss. Erlaubt es dir, mehrere Pfeile mit einem Schuss zu verschießen? Oh mein Gott. Suchender Pfeil, Spruch, Geistgestalt. Der bringt was? Eine Dan-Aura. Aha. Gerissenheit und Geschicklichkeit brauchen wir dafür schon. Na gut. Spruch, Leben erspüren. Aha. Ja, okay, dann würde ich sagen, wir machen trotzdem hier mal Mana. Also Magie, Mana, ich brauche so Mana. Magie. Mana, steigert dein Mana mit jeder Stufe. Meh. Na, da haben wir noch unsere Tränke. Ich glaube, das passt derweil so. Ja, Magie ist gut. Gerissenheit 4. Sollte ich wirklich so wahnsinnig sein? Wie soll das nur weitergehen, wenn wir uns alle auf Maschinen verlassen? Oh, das geht super. Wir könnten ja Gerissenheit 40, ne, haben sie gemeint. Aber warte mal, Stärke und Konstitution. Muss ich nicht bei Konstitution noch was lernen? Für eine bessere Waffe? Oder war das die Rüstung, die wir tragen können dann? Scheibenkleister. Ich muss kurz zum Schmied, glaube ich, ne? Der konnte das. Ich mache jetzt bitte Überlänge. So, ja, bitte. Die paar Minuten überlebt sie schon und ich auch. So. Und zwar, das galt, glaube ich, für die Berserker-Rüstung, ne? Da brauchte ich, glaube ich, noch 2 Punkte bei Konstitution herstellen. Zeig mir, was du mir herstellen. Das kennen wir schon. Weil auf die Rüstung möchte ich ja gern sparen. Lederermütze, ja schön. Erzberserker da. Na, wir können schon alles. Konstitution, Stärke, das hätten wir. Wir dürfen sie tragen, wir haben halt das Geld natürlich nicht dazu. Wozu brauchte ich denn diese Konstitution? Dann war das die Waffe aufzubessern, oder? Noch ein weiteres Mal, Stufe 3. Na, ist ja auch verkehrt. Wegen was wollte ich denn Konstitution haben? War es wegen ein Schild? War es deswegen? Ah, deswegen war's. Für einen besseren Schrottschild. Da brauchte ich 70. Na, dann ist es ja eigentlich Blödsinn, ne? Wir haben jetzt schon unsere beste Waffe sozusagen. Beste und Anführungszeichen. Unsere Einhänderwaffe. Weil ich möchte ja mit dem Schild und so kämpfen können. Wobei ich schütze mich eigentlich eh nie. Ich hau nur drauf eigentlich, ne? Jetzt mal so streng gesehen. Weil Rüstung gibt's uns ja keins, ne? Also Schutz. Dann wäre zum Beispiel schon besser. Die kann man nicht. Okay. Die kann man nicht verbessern, weil irgendwas konnte man ja noch problemlos verbessern. War das ein Zweihänder? Ich glaube schon, oder? Da brauchte ich Geschicklichkeit. Hatte ich nicht irgendwo... Kriegerschwert Zweihänder. Giftkriegerschwert 2. Da bräuchte ich heute massig viel Geschicklichkeit. Dann habe ich von Anfang an irgendwie falsch geskillt, wenn man so möchte, ne? Waffe verzaubern ist auch ein Skillpunkt. Weiß man, wo man das herkriegt? Voraussetzung: mechanische Waffen bauen. Okay. Sockel einsetzen, Voraussetzung, Sockel einsetzen. Okay. Meh. Ich weiß es nicht mehr. Wofür brauchte ich Konstitution? Oder habe ich gesagt, okay, mit 53 ist genug, weil wegen der Zahnrad-Axt 3, ich glaube, so war das, ne? Dann könnte ich mich ja erdreisten, ganz frech und ungeniert,
Könnte ich mich erdreisten, das Ganze jetzt Richtung Mana zu stecken? Das ist alles, was mit Magie zu tun hat, ne? Elixier der Heilung wird nicht gehen, der Schnaps und Kronstöckel fehlen da, ja. Genau. Großer Heiltrank geht auch nicht, da fehlt mir Wein. Heiltrank normal, da fehlt mir ebenfalls Wein. Okay. Stims wollte ich herstellen, richtig, genau. Harter Hund zum Beispiel. Können wir alles machen, das verkaufe ich jetzt nämlich. Da fehlt noch was. Da fehlt noch was. Aufputschmittel. Ich baue da jetzt alles, was geht. Und das verkaufe ich jetzt. So, das verkaufen wir heute noch. So, das machen wir gleich. Zeig mir, was du mir herstellen kannst. Ich. So. Weil diese Stims können mir ehrlich gesagt einen Buckel rundrutschen. Außer er würde sie nicht nehmen. Das könnte mir jetzt auch passieren, aber das glaube ich fast nicht. Wo sind sie denn? Hier. Harter Hund. Kann er alle haben. Hirnkleber, das kann er haben. Den Lebenssaft, weil das ist echt... Das ist nicht mehr feierlich. So, und das hier noch. So. Ja, das hat uns ein bisschen was gebracht. Muss man sagen. Ohr eines Stalkers. Ja, das ist auch was wert. Hornblättchen. Zähne können wir mal verkaufen. Bis auf, ich würde sagen, 10. Krallen würde ich sagen, bis auf 10. Elektroschrott. Ich habe keine Ahnung, was wir damit machen können. Ich würde sagen, bis auf 30 mal oder so. Oder 40. Sicher, vielleicht kann ich, vielleicht schaffen wir es noch in dem Part. Vielleicht schaffe ich es wirklich. Das wäre echt schön, dass wir. Dass wir uns. Ah, es wird nicht ausgehen. Ich wollte nur, dass wir uns diese Rüstung endlich mal leisten können, ne? Das wäre echt schön gewesen. Das wäre richtig schön gewesen, aber das Glück werde ich nicht haben. Fürchte ich. Schatulle. Alte Münzen, bla bla. Klopapier, Zigarette, da werde ich auch bis auf 10. Da. Klopapier bis auf 1. So. Man weiß ja nie, vielleicht braucht man nochmal für eine Quest so ein Zeug. Sprenggranaten, ob ich sowas. Ja, sie sind halt nichts wert, ne? Na gut, haben wir schon ein bisschen Geld bekommen. Tak, 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 tak. Und eine richtig große Überlänge von diesem Part hier. Ja, da kannst du so machen. Da hat er vollkommen recht. Hornplatte. Ich glaube, da werden wir auch bis auf 10, werde ich da mal verkaufen, weil wir werden jetzt immer mehr von diesen Viechern töten. Auch hier. So. Hätten wir es echt fast zusammen, ne? Hätten wir es richtig, hätten wir es wirklich fast zusammen. So, Leder vielleicht auch noch. Das hat echt nicht mehr viel fehlen. Zitrinpanzer. So, pures Mana. Aufputschmittel, das ist noch ein Stim. Oh, das gehört weg. Alles. Dickes Blut, Feuerteufel, alles weg. Schande, wir hätten es fast. Was können wir noch hergeben? Pures Mana gebe ich noch her, 10 Stück. Oder 8 Stück. So, was noch? Drüse. So, ich glaube, jetzt haben wir es. Feder geben wir auch noch her ein paar, damit wir nicht zu arm sind. Schön. Ja. Warte. Muss ich dir das zweimal erklären? Na, musst nicht, aber zeig mir deine Ware. Ich will jetzt die Rüstung haben. Erzberserker-Rüstung. Müsste sich ausgehen. Super. Und zack. Ist unser. Ja. Super. Und dann ziehen wir uns das Zeug gleich an. Technik wird hier nicht gerne gesehen. Ach, halt die Gosch. Ja, würde ich auch sagen. Wir sind auch anderer Meinung. Super. Na, endlich. Durch die Bank Erzberserker. Ich hab's schön. Ja gleich gesagt. Und du kannst gleich die alte Zeig Rüstung mir, haben. Mir auch wenn wir nur ein paar Tausender kriegen ich maximal. Auch etwas ab. Ja, ja.
Mach schon. Also, so, Rüstung. Erzberserker Sonnenbrille, Kriegerrüstung kann er haben. So. Passt. Und akzeptieren. Sehr gut. Super, 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 super. Jetzt sind wir gut gerüstet. Muss ich dir das zweimal erklären? Super. Das freut mich jetzt gerade. Echt. Die Stims waren richtig schönes Geld. Na gut, ihr Lieben, das war's dann wieder für heute. Wir sind endlich ein ganzer Erzberserker. Und es kann für uns ja nur mehr aufwärts gehen. Ihr Lieben, das war's dann für heute. Ich bedanke mich von ganzem Herzen fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, je nachdem, wann ihr das Video schaut. Und bedanke mich von ganzem Herzen für die Geduld und eure Aufmerksamkeit. Also dann, bis zum nächsten Mal. Tschüssi.